Es ist Frühling, die Zeit der Blütenfeste. Außer den Kirschblütenfesten werden auch andere Blütenfeste veranstaltet, wie zum Beispiel die Tulpenschau in der ehemaligen Residenz von Chiang Kai-shek in Shilin in Taipei, die am Sonntag zu Ende gegangen ist. Etwa 400.000 Besucher haben während der 11-Tage-Tulpenschau die Tulpen in den verschiedensten Farben bewundert. Dazwischen standen Figuren wie zum Beispiel Windmühlen, um ein wenig europäisches Flair zu vermitteln. Wer die Tulpenschau verpasst hat, kann zurzeit immer noch die Kirschblüten bewundern. Von Taipei aus zum Beispiel im Yangmingshan-Nationalpark oder dem zurzeit der Kirschblüte sehr beliebten Tianyuan-Tempel in Danshui oder einem der vielen anderen für ihre Kirschblüte bekannten Orte in Nord- und Zentral-Taiwan.